Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der MB100.de Werkzeugkiste. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein MB100 das Öl wechselt und was man dabei zu beachten hat. Zum Ölwechsel brauchen wir immer einen neuen Ölfilter. Den passenden Typ schreibe ich euch unten in die Videokommentare. Zuallererst müssen wir das Öl ablassen. Beim MB100 gibt es verschiedene Ölwannen in den verschiedenen Baujahren, die verschiedene Ablassschrauben haben. Diese befindet sich aber immer am Ende des Motors, kurz vor dem Getriebe. Bei einigen Modellen ist es nötig, den Unterfahrschutz oder die untere Plastikabdeckung vorher zu entfernen. Zum Motoröl ablassen empfiehlt es sich, den Motor vorher etwas warm laufen zu lassen, damit das Öl leichter fließt. Sobald der Hauptteil des Öls herausgeflossen ist und nur noch einige Tropfen oder ein minimalster Rinnsal herausfließen, können wir schon wieder die Schraube mit einer neuen Dichtung einschrauben. Wer will, kann warten, bis überhaupt kein Tropfen mehr kommt, aber im Regelfall schadet es auch nicht, wenn ein paar Tropfen noch im Motor zurückbleiben. Die älteren Ablassschrauben, die noch den großen Kupferring haben, zieht man mit ca. 50 Nm an. Die neuere, kleinere Variante mit weniger. Ich ziehe diese Schraube immer mit Hand an, nach Gefühl. Man muss aber aufpassen, die Ölwanne ist aus Aluminiumguss und daher ist das Gewinde auch nicht so stabil. Nachdem wir das Öl abgelassen haben, können wir nun den Ölfilter entfernen. Dieser sitzt auf der Fahrerseite seitlich neben dem Motor. Aufpassen, der Ölfilter ist mit Öl gefüllt natürlich. Das heißt, es kann sein, dass beim Abschrauben schon etwas Öl oben herausläuft. Nachdem wir ihn abgeschraubt haben, lassen wir ihn erstmal in unserer Ölauffangwanne leer laufen. Aufpassen, dass dabei die Schraube hier im Gehäuse stecken bleibt, da sonst dort das Öl rausläuft. Bei der Entnahme des Ölfilters, bei der Entnahme des alten Ölfilters ist darauf zu achten, dass diese Feder nicht verloren geht. Diese sitzt am unteren Ende des Filtergehäuses unterhalb des Ölfilters. Sollte diese Feder fehlen, ist sie zu ersetzen. An unserem Filtergehäuse müssen wir auch die Dichtungen tauschen. Am oberen Ende sitzt diese Gummidichtung. Diese liegt den Filtern auch immer bei. Am unteren Ende der Ölfilterschraube befindet sich noch ein Kupferring. Dieser liegt im Regelfall den typischen Filtersets auch bei. Beim Zusammenbau des Filtergehäuses ist darauf zu achten, dass man alles in richtiger Reihenfolge macht. Zuallererst nimmt man die Schraube, nimmt den neuen Kupferring, dann kommt das Gehäuse selbst drauf. Nun kommt die Feder mit dieser Scheibe nach oben. Als nächstes kommt der Filter. Dieser hat zwar einen kleinen Henkel zum Halten, dieser Henkel gehört aber, anders als man zuerst denken mag, nicht nach oben, sondern nach unten. So. Um den ersten Motorstart zu erleichtern, empfiehlt es sich, in dem Filter schon mal circa einen halben Liter Öl hineinzukippen. Als Motoröl für den MB100
verwende ich meist günstiges Standard 15W40 oder 10W40. Beim Motoröl sollte nur darauf geachtet werden, dass man ein Motoröl auf Mineralölbasis kauft und kein Teil- oder vollsynthetisches Öl. Die neue Dichtung sollte man mit etwas Motoröl geschmeidig machen, damit diese beim Wiederaufschrauben keinen Schaden nimmt. Beim Wiederaufschrauben darauf achten, dass die untere Schraube nicht herausrutscht, da sonst das Öl, das wir vorher in den Filter gefüllt haben, wieder herausläuft. Nun können wir hier vorsichtig unsere Schraube einführen. Also die ersten paar Windungen hält. Beim Aufschrauben darauf achten, dass der Filter oben nicht verkantet und schön in seine Führung läuft. Nachdem der Ölfilter wieder angeschraubt wurde, darf man nicht vergessen, das Öl in der Ölwanne noch aufzufüllen. Ich gehe persönlich her, fülle erst meinen Ölfilter mit ca. knapp 1 Liter Öl, schraube den an und das restliche Öl aus einem 5 Liter Ölkanister schütte ich dann in den Motor und lasse dann erst mit dem Motor laufen, bis Öldruck kommt, baue noch den aus, lasse ihn kurz stehen und kontrolliere dann den Ölstand. Meistens sind wir dann ungefähr schon in der Mitte und dann kann man noch ein bisschen was ergänzen und dann passt das eigentlich. Die Ölmenge beim MB100 ist ca. 6,5 Liter Motoröl. Wie ihr seht, ist der Ölwechsel beim MB100 kein großes Problem. Es ist eine triviale Wartungsarbeit, die jeder gut selbst machen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.